Wunderbar. Gut. Gut, ja, super. Dann danke erstmal. Also dann begrüße ich jetzt euch auch alle hier nochmal auf der FrostCon, die dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum hat. Mein Name ist Jan Bühren. Ich darf zum dritten Mal auf der FrostCon sprechen. Das ist immer super, wenn man T-Shirts kauft von Veranstaltungen, wo man war. Dann weiß man auch, welche man besucht hat und welche man nicht besucht hat. Dafür habe ich das dann extra heute Morgen angezogen. Ich will in dem Vortrag motivieren, sei dein eigener Mail-Admin. Also das ist eigentlich die Nachricht, die so ein bisschen dahinter steht, dass man sich das ruhig zutrauen kann, das selber zu wagen. Das ganze Ding, der Vortrag ist jetzt mal ein bisschen anders, als ich den sonst halt mache. Ich werde ein bisschen auf die Geschichte eingehen, warum wir oder warum ich halt primär dann damals ein eigener Mail-Admin werden wollte, für mich privat. Und das hat halt auch, das passt ganz gut zu dem Thema der FrostCon, weil das halt auch eine, ja, eine über 10-jährige Historie, nämlich eine 11-jährige. Und um jetzt einmal so ein bisschen einzuschätzen, was jetzt hier so der Schwerpunkt ist, wer ist denn selber Mail-Administrator? Also wer betreibt in irgendeiner Form SMTP oder IMAPs? Alles klar. Also das ist dann schon relativ viel. Wer ist wirklich hier, um das einmal zu gucken, das selber zu machen und sich da schlau zu machen? Okay. Okay, sehr gut. Na, das ist ja eine schöne Sache. Dann haben wir ja so 50-50. Dann gucke ich mal, dass ich für möglichst viele was dabei habe. Wunderbar. So, jetzt muss ich einmal gemein sein, worum es in diesem Vortrag eigentlich nicht geht. Also es ist jetzt kein weiteres How-To. Es soll auch keine Schulung sein. Also es kann auch keine Schulung sein in der Kürze der Zeit. Es geht in erster Linie zunächst mal nicht um E-Mail-Server und es geht sogar eigentlich auch gar nicht um Linux. Weil ja. Sondern mir ging es damals, also warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, es ging mir eigentlich um ein paar Werte. Es ging mir halt um Unabhängigkeit, Sicherheit, Freiheit, es ging auch um Freundschaft und auch um technische Leidenschaft. Das war eigentlich meine Motivation, mich damit überhaupt zu befassen. Weil wir erinnern uns, oder okay, ich greife jetzt mal ganz tief zurück. Mein E-Mail-Status 1999 sah wie folgt aus. Ich hatte eine tolle Adresse at meine Hochschule, war mir eigentlich bewusst, dass E-Mails, ich gehe einfach mal vor, dass E-Mails die Postkarten sind. Das war sozusagen noch nicht im allgemeinen Bewusstsein der Gesellschaft so verankert, aber 1999 gab es dann durchaus was. Es gab eine ganz tolle Sache mit den T-Shirts, es gab nämlich auch damals schon tolle Events. Hier ist mein T-Shirt von dem Chaos Communication Camp 1999. Das ist sozusagen, ja, ich habe es noch, es ist an einer Stelle ausgefranst. Ich muss gestehen, ich habe es dann erst 4 Jahre später gekauft, dann gab es die billiger. Beim darauffolgenden Event, ich fand das aber eine sehr schöne Erinnerung. Und da war das halt so, was ich halt mitgenommen habe, da ging es halt primär 1999 um Schlüssellängen und Exportbeschränkungen in den USA. Ein Jahr davor ist schon 1998 dieses Buch von Dan Brown erschienen, wo dann halt schon gesagt wurde, ja, die NSA kann halt alles mitlesen und knackt halt alles. Und wie gesagt, das war in meinem Bewusstsein und das 1999 habe ich dann von dem Camp mitgenommen. Okay, es muss immer alles verschlüsselt sein und es gibt keine Unterscheidung zwischen, ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig oder das sind nicht ganz so sensible Daten, sondern wenn ich einfach prinzipiell alles verschlüssele, Transportverschlüssel zumindest, bin ich halt auf der sicheren Seite. Und mir ist das vielleicht klar, dass E-Mails wie Postkarten sind, aber dann anderen Kommunikationspartnern, die da nicht so ein Bewusstsein für haben, denen ist das dann nicht so klar. Es ist ja noch ein Schritt schlimmer. E-Mails sind wie Postkarten mit vielen Kopien. Das heißt, ich kann halt gar nicht ganz genau wissen, wo, bei welchen Mail-Relays das halt noch zusätzlich mitgespeichert wird. Was mein E-Mail-Hoster, also wie der nochmal backupt. Ich habe halt meistens auch noch irgendwelche aktiven Virenkomponenten bzw. Scanner halt dazwischen in irgendeiner Form. Und ich habe halt auch nochmal eine lokale Kopie von dem E-Mail-Client dann halt. So, wie sah das, was sich eigentlich nicht groß geändert hat, 1999 wie heute? Ich habe halt das Problem, ich möchte halt gerne eine E-Mail-Adresse haben und die soll auch möglichst günstig sein und alles können. Das Problem ist halt mit den Freemailern,
Das ist jetzt ein Screenshot von gestern aktuell. Ich habe halt, Freemailer haben halt ein Problem. Die sind nicht wirklich frei. Das passt eigentlich ziemlich gut. 70% Ersparnis bei Amazon und 70% des Anfangsbildschirms ist halt mit Werbung. Das lenkt mich persönlich dann von meinem eigentlichen Inhalten bei einer E-Mail ab. Die nächsten Probleme sind halt auch, wo sind halt meine Daten und wer hat Zugriff. Dann eine andere Anforderung, die ich auch 1999 beziehungsweise dann halt ein paar Jahre später hatte. Ich hätte gerne eine permanente E-Mail-Adresse. Das heißt, sobald ich halt exmatrikuliert bin, hoffentlich positiv, verliere ich ja dann die Uni-Adresse. Ich kann halt überlegen, ob ich mir über einen Verein oder die Arbeit eine hole oder halt eben auch über GMX. Aber das hat halt immer so ein bisschen den Nachteil, das ist halt auch nicht unbedingt permanent. Das heißt, es wäre halt schon gut, eine E-Mail-Adresse zu haben, die halt dann auch irgendwie eine Domäne hat, die mir dann auch gehört. Also das war halt die nächste Sache. Ja, wer kann das so emotional nachvollziehen, meine Beweggründe? Ja, das ist perfekt. Danke. Okay, was ist eure Antwort dann da drauf? Also wie würdet ihr mit dem Problem dann umgehen? Wie würdet ihr das lösen? Hat einer eine Idee? Ich nehme alle Vorschläge an. Bedingungslos. Egal wie doof sie sind. Von Briefpost ist auch ein super Vorschlag. Ja komm, also ein... Was meinst du? Ja, genau. Also ich wiederhole das kurz. Also eine eigene Domain halt und am besten halt auch einen eigenen Mail-Server betreiben. Das war eigentlich dann die Antwort, die ich dann 2004 fand. Und ich habe das so ein bisschen plakativ genannt. Das ist eigentlich alles doof, wie das so ist. Aber ich bin ja ein Heimwerker-King. Ich kann ja auch ein bisschen Linux. Und bei vlinux.de 2004 gab es für 7,95 Euro im Monat einen virtuellen Linux-Server. Und da war das ja nur noch meine persönliche Arbeitszeit, die ich da investieren musste, um mir dann halt das System so zu gestalten, wie ich es eigentlich im Kopf hatte, mit den Anforderungen, dass ich halt nur transportverschlüsselte Verbindungen, oh, hier gibt es noch einen zweiten für euch auch, also nur transportverschlüsselte Verbindungen, ich will auf keinen Fall POP haben, das fand ich schon damals total antiquiert, da muss man immer abrufen und dann ist der Laptop weg oder was auch immer, dann habe ich auch meine ganzen E-Mails weg, also IMAP musste eigentlich sein, POP erst gar nicht anbieten. Damals war es halt so, die Freemailer hatten eine Begrenzung. Ich brauche halt viel Speicherplatz, scheißegal. Das kostete mich da bei den 8 Euro virtuellen. Das war 2004 schon super, das müsste 2014 schon viel besser sein. Und ja, ich habe meinen besten Freund gefragt. Jeffrey hatte dann halt Zugriff noch mit Root-Rechten und vlinux.de, ich darf ruhig jetzt Werbung machen. Nick Vollmer hat das gegründet und Cooper hatte einen Mitarbeiter. Und das war eigentlich so das Umfeld, was ich halt dann von meinem Gefühl gut fand, wo halt auch Leute waren, die halt auch ein technisches Interesse hatten und die halt das so ein bisschen so gefühlt auch gesehen haben wie ich. Gut. Gut, wer war damals 2004 auch bei vlinux.de? Okay. So, jetzt gab es noch einen dritten Punkt. Und zwar hatten wir noch ein bisschen Kreativpotenzial. Und es sollte halt nicht nur Mail sein, sondern es sollte halt auch die Domäne, sollte auch eine gewisse emotionale Idee haben. Und da war halt dann eigentlich so die Zusage, wir haben einen virtuellen Raum, wir können halt ortsunabhängig arbeiten. Es sollte halt auch ein Wissensspeicher für technische Dinge halt sein, das haben wir halt dann mit dem Wiki noch gemacht. Es sollte international sein, also es sollte eigentlich bei Default immer sicher sein. Das heißt, ich lasse überhaupt gar keine unverschlüsselten Verbindungen erst zu. Und was Jeffrey noch wichtig war, die Wahl die Freiheit des Clients. Das heißt, ich konnte halt per Matt drauf zugreifen, indem ich mich halt einlogge auf das System. Ganz klassisch, aber ich konnte halt auch einen Thunderbird halt nehmen, beziehungsweise dann halt auch einen Webmailer. So, wir hatten dann noch einen Freund von Jeffrey dabei, der Italiener ist und der hat halt hier so ein kleines Projekt Media Glyphs. Das heißt, er wollte damit linguistisch ein paar Dinge tun, eine Symbolsprache halt universal zu machen. Das war halt auch noch so eine freakige Idee dahinter. Und der fand das auch gut und hat gesagt, super, mach das mal und dann relate halt auch meine Domäne damit. Ja, und das ist die chinesische Mauer, weil das war eigentlich klar, dass irgendeiner von denen auch mal in China landen wird. Und da war es uns halt wichtig, okay, ich bin in China, aber ich kann halt trotzdem kommunizieren. Ich kann halt meine Leute in Europa halt per Mails
antworten und ich habe das soweit gesichert alles. So, dann hatten wir halt ein Team mit drei Nationalitäten, Englisch, Deutsch und Italienisch. Und wir hatten halt drei Orte, Westfalen, Norditalien und China. Und die Zusatzanforderung war bei unserem italienischen Teammitglied, dass er halt nochmal aus diesem Stadt in Norditalien halt eben über DSL einen SMTP-Relay halt hat. Und als weitere Anforderung war, alle alten E-Mail-Adressen, die wir noch von Hochschulen hatten oder sonst wie von Sachen, dass die halt entweder per Fetchmail oder mit Punkt Forward halt eben dann auch an das System laufen. Das war halt 2004. So, und das ist eigentlich ganz, ganz große Klasse, weil 2014 erhalte ich von meinem italienischen Freund folgende Neujahrsgrüße per E-Mail. Er hat halt drei Kinder mittlerweile, Uriel, Ikiro und Alila, die mir ein tolles 2015 wünschen. Und dieses Bild ist halt niemals irgendwo unverschlüsselt geschickt worden, ist halt an mich geschrieben worden, wurde nicht bei Facebook veröffentlicht. Also es ist hier Premiere, nein, nicht ganz. Er hat einen Blog für seine Kinder, aber das ist auch mit HTTPS. Und im Prinzip ist das hier der Fall. Das sind halt private Informationen, die ich eigentlich nicht in eine Cloud reinspeichern will. Ich will die nicht zu gut. Also ich möchte halt die Freiheit haben, dass sie nicht irgendwo dupliziert wird, wo ich das halt nicht kontrollieren kann. Und das haben wir halt geschafft, weil er halt im Prinzip super Fan ist. Er hat halt 10 Jahre dann dieses E-Mail-System halt genutzt und kommuniziert damit halt auch mit seinen Freunden darüber. So, das ist halt eben das Attachment hinten dran, das Bild. So, dass man immer noch sieht, das ist immer noch international. Er wünscht es halt in 3 Sprachen. Und ich habe halt auch dann für den Vortrag nachgefragt. Ich habe gesagt, okay, super, toll, dass du das immer noch nutzt. Bist du dann immer noch zufrieden? Hat mir ziemlich viel geantwortet. Das Wichtigste war, dass ich noch nicht sein Videospiel ausprobiert habe, was er programmiert hat. Aber das gebe ich auch gerne weiter. Retaliation Enemy Mine, bitte mal ausprobieren dann. Habe ich das auch getan. Und ansonsten sagt er, hat es halt nur ein einziges Mal geschafft, mit PGP zu kommunizieren mit einem Partner, obwohl er das halt immer anbietet. Mittlerweile hat er so ein bisschen erweitert, dass er halt einen OwnCloud hat. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Da warte ich drauf, dass das vielleicht nochmal in irgendeiner Form angefragt wird für irgendjemand, der das halt auch kommerziell benötigt. Dann kann ich das für mich selber auch gleich verwerten. Und ja, in der Tat, das ist eigentlich nicht auf Facebook gewesen, es ist nicht auf Dropbox gewesen, ich darf auch zu euch. Und hier ist eigentlich genau die ganze lange Historie, dass das eigentlich alles soweit im ursprünglichen Sinne geblieben ist und auch über 10 Jahre lief. Wunderbar. So, hat einer schon mal ein System so lange Zeit betrieben? Oder eins? Ja, wunderbar. So, dann ist es so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt ganz klasse, das ist jetzt super sicher, das System, da funktioniert halt alles, aber ich mache da auch Fehler, das ist ganz menschlich und da hat mir halt 2009 eine Weiterbildung geholfen, da war ich einmal auf der Per Heinlein-Mail-Konferenz, kann ich auch sehr empfehlen, da waren eigentlich auch alle Projektteilnehmer in diesem Dovecode Amare Spam Assassin Umfeld einmal auch da und da habe ich halt dann hier auskommentiert aufgrund der 4. Mail-Server-Konferenz, Reject Unverified Sender, weil das kann halt dazu führen, dass halt in gewissen Fällen dann halt ein Backscatter kommt, das heißt E-Mail-Server, SMTP-Server insbesondere, kommunizieren dann halt immer hin und her und es kommt zu einer Schleifenbildung halt. Das hatte ich halt damals drin, also ich habe halt ziemlich gedacht, okay, super, ich mache halt alles schön restriktiv und mache halt möglichst viele Anti-Spam-Maßnahmen auf Protokollebene per SMTP. Die Idee war halt, warum soll ich halt überhaupt Werbepost annehmen? Mache ich ja im privaten Bereich auch nicht. Wenn ich dann schon sehe, das ist halt Werbung, interessiert mich nicht, dann nehme ich die auch gar nicht an oder sage halt nicht zustellen, die Sendung. Das war halt eigentlich so ein bisschen die Analogie halt, die man mit SMTP auf der Protokollebene halt auch machen kann. Ja. Wenn ich irgendwo technisch zu tief drin hänge oder so, dann kurz sagen, das verstehe ich nicht oder das Akronym verstehe ich nicht, dann helfe ich. Ja, das ist eine super Frage, ich wiederhole die einmal. Was macht diese Direktive ganz genau?
Ich müsste die jetzt auch nochmal in der Tat selber nachgucken, weil ich das halt einmal 2009 gemacht habe. Soweit wie ich das jetzt auf Verdacht sagen kann, aber ich gucke sonst auch nochmal auf dem Stand nach, sind wir ja auch, ist es halt so, dass ich halt, dass halt einmalig eine Gegen-SMTP-Abfrage gemacht wird, ist der überhaupt zustellbar, diese E-Mail-Adresse, und kann ich die halt auflösen halt. Und das ist halt dann, wenn es halt irgendwo eine 500er, also wenn es halt in irgendeiner Form eine Sache ist, die dann halt nicht... die halt einen Fehler zurückmeldet, dann, oder der halt auch so eingestellt ist, dann kommunizieren die Systeme halt immer nur hin und her. Das gilt, das ist nicht für den, das Problem ist jetzt nicht für Spammer, da wäre es ja vielleicht dann auch nicht so schlimm, wenn die halt dann nur einfach einmal rausrelayen, sondern das betrifft eigentlich dann primär dann wirklich seriöse Fehlermeldungen, die dann halt eben zu den falschen Systemen führen. Aber wir können sonst danach noch mal ganz genau in der Tiefe gucken. So, das war halt eine Sache, die ich halt dann zu restriktive gemacht habe an der Stelle. Die zweite Sache, wo ich dann zu faul war, ich habe halt gedacht, ja super, am 20.04.2004 stelle ich halt mein Zertifikat aus und das ist ja alles nur Geschäftemacherei mit diesen ganzen Public Key Infrastrukturen. Ich nehme halt ein selbstsigniertes und ich mache das bis in alle Ewigkeit, nämlich 10 Jahre. Und danach geht ja sowieso die Welt unter oder irgendwas passiert. Auf jeden Fall kümmere ich mich drum. So, jetzt ist das am 18.04.2014 abgelaufen. Und ich habe es halt bisher nicht ausgetauscht, weil ich nämlich dann auch alle Leute informieren müsste, die dann entsprechend halt noch dranhängen, die halt ein selbstsigniertes Zertifikat akzeptiert haben, wo ich dann mit einmal mit viel Mühen bei Outlook und bei verschiedenen E-Mail-Clients halt denen das halt eingestellt habe. Und deswegen ist das noch so weit drin. So, das Zweite, was halt ist, der Public Key ist halt 1024 Bit groß. Das ist halt heutzutage auch seit 2013 eigentlich empfohlen, das nicht mehr zu machen. Ja? Muss man uns fragen, wenn der Zertifikatsheimer abgelaufen ist, dann checken deine E-Mail-Clients überhaupt nicht, dass es abgelaufen ist und weigern sich deine E-Mails abzurufen? Nein, das ist ja anders. Die E-Mail-Clients von damals, 2004, also insbesondere dann Outlook, die haben ja dann überhaupt schon sich erstmal geweigert, mit dem zu reden, weil... das verschlüsselt war sowieso nicht so populär, sage ich halt mal, beziehungsweise bei Default halt an. Das heißt, da musste man meistens schon ein bisschen tricksen bei einigen Clients, denen das halt dann beizubringen. Das Zweite ist halt, das war halt selbst signiert, das heißt noch schlimmer, das kann man nicht von Thoughty oder VeriSign, sondern das war dann irgend so ein dahergelaufener, ich habe jetzt hier sogar dann so ein Rollenspiel-Fantasy-Namen dann genommen, dann dafür, um das halt das Zertifikat halt zu machen, weil ich das halt ganz nett fand. Und wenn du das dann aber einmal alles überwunden hast, dann sprechen die auf ewig mit dem Server und sind halt zufrieden. Nur wenn du das jetzt halt dann tauschst, dann ist es halt das Problem. Also der nächste Schritt wäre jetzt halt, heutzutage würde ich jetzt eins kaufen und das halt einstellen, damit ich das halt auch alles nicht habe. Insbesondere, weil dasselbe, was ich da 2004 an dem Bereich an Problemen für die Client-Seite hatte, habe ich halt jetzt auch vor 3 Jahren noch auf dem Handy, auf dem Smartphone-Bereich gehabt. Also wo ich dann halt auch, wo dann auch nicht selbst signierte Zertifikate selbstverständlich waren und sowas. Gut. So, nichtsdestotrotz, auf Protokollebene bin ich sicher, TSLV1.2 wird halt unterstützt. Habe ich entsprechend, das konnte ich dann auch, solche Dinge dann halt mit einem Pudelbug oder sowas, die konnte man dann auch entsprechend halt ändern. So. Genau, soweit keine Fragen. Oder noch, ja? Ich habe eine Frage, wenn man das Zertifikat machen möchte. Was nimmt man für einen Common Name bzw. Alter Name? Den MX, den Reverse? Okay, also die Frage ist halt, wenn ich ein Zertifikat erstelle, wie sollte der Common Name halt sein? So, der Common Name ist ja genau folgendes, der identifiziert halt dann eine Domainname halt mit dem Zertifikat. Ich gebe die, also für mich ist das eigentlich so, dass ich dann halt immer den Namen halt, einfach nur den Domainnamen nehme und ich dann halt entsprechend per DNS, da kommen wir auch gleich noch auf der nächsten Folie zu, dann halt eigentlich überall denselben Namen halt setze. Also ich würde nicht unbedingt nochmal extra, einfach aus pragmatischen Gründen, wenn ich ein Zertifikat kaufe, dann würde ich das halt auch für meinen Webserver nehmen. Ich würde dann halt www.meinedomain.de nehmen und das halt überall auch als MX und sowas eintragen dann halt per DNS.
Und ansonsten müsste man halt dann zwei Zertifikate halt haben. Also wenn man das halt anders hat. Soweit. Also eigentlich im Prinzip, du musst halt dann das nehmen, ganz genau musst du dann das nehmen, was DICMX, also was ist dein Mail-Exchange-Record, welchen Namen gibt er halt aus und wo verbindet er sich hin und wie heißt er dann halt wirklich. Und der, also im Prinzip das, wenn du auf Protokollebene bist, jetzt kann man das auch nochmal im Anschluss gucken, auf Protokollebene bist, was gibt dir halt der Server für einen Namen halt zurück und der muss halt dann matchen. Und das gilt auch insbesondere, wenn man mit Dovecot arbeitet, weil das, der ist auch sehr restriktiv und reagiert dann auch empfindlich, wenn man da einen anderen Namen hat und dann muss man da gucken. Das ist eigentlich sehr schön. Genau. Und da kommen wir halt zum... Ja? Jupp. Okay, also der Hinweis ist zu Schlüssellängen, nachgucken unter crypto.org. Wie heißt das? Beta.crypto.org. Okay. Gut. So, jetzt kommen wir nochmal, ich packe nochmal das DNS-Thema auf. Im Prinzip ist, was kann man prinzipiell falsch machen, beziehungsweise worauf, was gilt es halt immer noch zu achten, neben dem ganzen administrativen Kram. Ich muss halt gucken, dass halt mein MX eingetragen ist per DNS und ich muss halt schauen, dass dann hier der MX-Eintrag ist halt meine Domäne.de und dann muss ich halt gucken, dass der auch nochmal einen Reverse-Lookup hat, der halt auch auflöst. Also das ist einer der Sachen, die ich auch dann teilweise auch vergesse in Projekten. Das ist das erste Ding, was halt dann solche E-Mail-Systeme halt prüfen, seitdem halt immer relativ viel über dynamische APIs gespammt wurde. Das war halt dann einer der ersten Punkte, die man per DNS dann genau sauber setzen sollte, damit halt eben auch der Empfänger SMTP da halt eine bessere Spam-Bewertung halt bekommt. Das nächste, was ich halt auch immer wieder tue, wenn ich halt ein Mail-System aufsetze, dass ich halt einmal mit irgendeinem Tool, ich habe jetzt mal gestern gegoogelt, mxtoolbox.com, dass ich halt einmal gucke, ob ich halt ein Open Relay bin. Das ist heutzutage, wenn man jetzt einfach stumpf eine Anleitung aus dem Internet macht, eigentlich fast unmöglich, weil da halt alle drauf achten. 2004 war das halt noch ein bisschen anders. Open Relay, falls das kennen alle. Okay, falls nicht, also im Prinzip ist es halt, dass ich halt wie in den Anfängen des Internets einfach eine E-Mail verschicken kann, ohne dass ich authentifiziert bin. Das sollte man halt entsprechend prüfen. So, dann kommen wir halt zu den nächsten Anwendungsfällen, wie ich halt auch immer gegenprüfe. Das ist halt dann serverbasiertes Virenfilter. Und da nehme ich halt auch immer das freie Projekt Klammerf halt in der Regel mit Amavis zusammen. Und da prüfe ich halt auch, ob das halt wirklich auch harmonisiert. Gibt es halt einmal hier diese Standard-String, den man halt in einem E-Mail-Body packen kann. Und da sollte der Virenscanner dann halt anspringen und das halt auch melden. Das kann man in den Logs sehr schön sehen. Und dann weiß ich auch, okay, der Virenscanner funktioniert halt dann auch serverseitig. Und dasselbe gibt es mittlerweile auch für Anti-Spam, eine Signatur halt, die dann halt auch entsprechend von dem Spam-Assassin halt erkannt wird und da auch eine Meldung erzeugt. So, ich hatte es ja da hinten mit der Frage schon ein bisschen angekündigt. Was kann ich halt tun, um mal wirklich zu gucken, wie ob das Zertifikat, ob diese ganzen Sachen passen. Da ist es eigentlich immer sehr sinnvoll, einmal auf Protokollebene runterzugehen. Wenn man im verschlüsselten Umfeld unterwegs ist, dann ist eigentlich immer OpenSSL as Client das Werkzeug meiner Wahl an der Stelle. Und da kann ich halt auch sowas überprüfen. Okay, funktioniert halt hier der Start-TLS-Befehl. Das heißt, auf Protokollebene macht das dann halt die verschlüsselte Kommunikation zu meinem SMTP. Und da kriege ich halt dann entsprechend auch eine Rückmeldung, was ich da für ein Zertifikat habe und wie die Transportverschlüsselung halt ausgehandelt ist und in welcher Stärke. Also da kann ich eigentlich ziemlich genau auf Protokollebene sehen, ob das soweit richtig läuft. So, den nächsten Tipp, den ich halt habe, wir haben jetzt die Neujahrsgrüße gesehen. Wenn ich da unsicher bin, ob da irgendwas im System falsch ist oder richtig ist, einmal den E-Mail-Kopf halt angucken. Dann kann man meistens, im Thunderbird gibt es die Standardfunktion halt Quelltext anzeigen, heißt die dann halt. Und dann sehe ich halt genau, okay, ich habe die halt bekommen. Das ist halt hier genau, bin halt in der Marvis durchgelaufen. Es ist halt hier alles verschlüsselt, soweit übertragen worden. Und ich kann das halt dann ziemlich, wenn ich das halt interpretieren kann, ziemlich genau rückverfolgen, wie dann die Kommunikationskette zwischen den Servern ist, oder welche Filter gelaufen sind. Das sind immer zusätzliche Parameter im Header. Sinnvoll ist es da auch bei dem Spam-Assessment da auch nochmal den Score sich anzeigen zu lassen, um zu gucken, okay, welche Regeln greifen dann da. Also wenn halt dann eben eine
Wenn dann halt eben eine Klassifizierung nach Anti-Spam halt, beziehungsweise Spam dann halt ist, da kann man halt genau gucken, welche Regeln greifen und kann die auch nochmal adaptieren. Das ist eigentlich der nächste sinnvolle Hinweis auf der Ebene. Dann kann ich halt auch im Zweifel, ich hatte das dann auch, dass halt dann gewisse E-Mails sind dann nicht direkt verschwunden, aber die waren dann halt falsch klassifiziert oder sowas. Und dann kann man halt sagen, okay, dann hatte ich dann eine blöde Anfrage, habe dann gesagt, bitte schick mir dann die Spam-Mail. Und dann so, oh ja, klar, ich kann dir ganz viel Spam schicken. Ich so, ja, dann halt eben einmal extrahieren aus dem E-Mail-Client, dass man ja halt möglichst im Original hat. Und dann kann man halt genau gucken, was steht drin und wie kann man halt seine Regeln verfeinern dann halt. So, der nächste Punkt, den ich auch immer gut finde, ist halt dann an Mailinglisten schreiben. Je nachdem, ich hatte ja gesagt, wir gehen halt einmal nochmal auf das Cluster-Thema halt von Novgorod ein. Das war halt relatives Neuland in 2014, 2013, bin ich ganz sicher. Also auf jeden Fall, als ich das gemacht habe, habe ich halt den Cluster aufgesetzt. Das war dann halt noch nicht so verbreitet und ich hatte halt ein paar Fragen. Im Prinzip hilft mir das halt dann immer, ein paar Analyse-Dinge halt in der Mail zu schreiben, das halt dann soweit klar zu machen und ich schicke das halt an eine Liste. Ich habe in dem Fall das scheinbar nicht gut geschrieben, ich habe halt keine Antwort bekommen. Ich habe mir halt andauernd dann selber geantwortet, bis ich dann zu dem Ergebnis kam, dass ich halt in dem 229er DAF-Code halt ein kleiner Fehler drin ist und in der 2215er lief das dann halt. Also ich hatte halt das Problem, dass ich halt Timeouts hatte, die ich mir nicht erklären konnte und da ist es halt dann so jetzt in diesem Spezialfall gewesen, dass halt über eine schwache Verbindungsleitung halt dann nicht alle E-Mails synchronisiert werden konnten und das ist dann in der 2215 behoben worden. Das fand ich immer gut und was ich dann halt noch mache, ich sage halt kurz, wie ich mir geholfen habe, pack das dann noch in die Mailingliste rein, dann ist das zumindest für andere, die dann halt dasselbe Problem mal haben oder nach dem Fehler googeln, dann irgendwie bekannt. Gut. Soweit Fragen. Jo. Wenn Spam jetzt ankommt, dann kann man das ja entweder über Spam-Listen von Money oder so über Postfix direkt ablehnen oder an den Mail-Scanner oder Amabis-Fighter und lässt das dann bewerten. Machst du das, lehnst du die gleich mal ab, wenn die auf der Liste steht, oder lässt du es in so eine Bewertung einfließen? Dann wird das vielleicht nur beträgt. Also okay, die Frage ist halt, wie man mit Spam umgeht. Die Antwort an der Stelle ist halt, ich bin da eigentlich sozusagen auch mit per Heinlein einer Meinung, dass man halt sagt, okay, das, was ich halt auf Protokollebene halt schon sehen kann, kann ich halt auch ablehnen. Das ist eigentlich sinnvoller, das halt nicht anzunehmen. Hat auch rechtliche Vorteile. Wenn ich halt Mail nicht angenommen habe, kann ich halt auch sagen, okay, damit habe ich halt auch nichts zu tun halt. Im zweiten Schritt ist es halt so, dass da eben nicht alles gefiltert wird, dass ich dann halt sage, okay, die Blacklist kann da noch eine Bewertung von dem Spam-Assessing halt mit reinfließen. Im Detail, das wollte ich jetzt nicht in dem Vortrag machen, aber im Anhang von der Präsentation ist auch da meine Postfix-Konfiguration halt drin. Okay. Gut. So, dann ist es eigentlich sehr schön. Im Prinzip ist das Protokoll ist ja seit 2004 oder auch noch schon länger bekannt. Das heißt, ich konnte halt relativ viel in den 10 Jahren brauchte ich nicht neu lernen, das war schön. Ich habe halt damals gesagt, okay, ich möchte eigentlich nur, wir erinnern uns an die eine Folie, ich möchte eigentlich nur verschlüsselt kommunizieren, ich möchte kein POP haben, das war halt meine Anforderung. Das funktioniert halt heutzutage mit dem DAF-Code immer noch. Da geht es eigentlich nur darum, den IMAP-Listener, also den 143er-Port hier auf 0 zu setzen, dann wird er halt überhaupt nicht aktiviert. Und das Zweite ist halt dann standardmäßig, braucht man in der Konfiguration dann nichts ändern. Der startet halt auf 993 und ist dann halt verschlüsselt. Da gilt dasselbe, auch im Anhang von der Präsentation ist da meine Konfiguration von DAF-Code drin. So, jetzt habe ich den IMAP-Bereich abgedeckt. Jetzt geht es halt noch um den SMTP-Bereich, dass der entsprechend halt auch nur SMTP es halt kann. Und das Zweite ist, dass ich halt kein offenes Relay bin. Da nehme ich halt auch dann das SMTP-Aus-Verfahren. Ah, Preisfrage. Kennt jemand noch andere Verfahren, wie man SMTP-Authentifizierung macht? Jo, schieß los. Ach so. Als es vorgekam, halt
Genau, sehr gut. Also da war jetzt das auch dabei, was ich hören wollte. Also es gab dann halt noch die Möglichkeit POP before SMTP hieß das halt, dass man dann halt erst eine POP-Abfrage gemacht hat und dann halt eine SMTP-Abfrage und das halt dann entsprechend sehen konnte. Und andere Sachen, die er noch genannt hatte, die mir jetzt nicht so geläufig sind oder ich auch gar nicht kannte, zum Beispiel, dass ich halt über IP-Adressen restriktive bin oder über Hash-Werte-Kram. Ne? Ja. Genau, also im Prinzip sage ich, es ist halt eine SMTP-Auth-Umgebung, die halt aktiv ist. Ich akzeptiere auch fehlerhaft implementierte Outlook-Clients. Wichtig ist das hier, die Security-Options sind halt auf No-Anonymous, das heißt, ich muss halt einen benutzernahen Passwort mitgeben. Und in meinem Fall, weil ich es sehr, sehr einfach fand, das war halt früher auch noch nicht ganz so einfach, ich sage halt, eigentlich authentifizierter gegen IMAP. Und der IMAP Unix Socket, um das zu machen, ist halt im Private Auth halt. Genau. Und ich bin halt auch verschlüsselt an der Stelle. Das ist jetzt aber nur für das Das ist SMTP. Das ist jetzt Postfix SMTP, die Main CF. Also das ist für die Kommunikation vom Client zum SMTP Server. Okay, also nicht von SMTP Server zu SMTP. Ja, ich bin nicht ganz sicher, hier steht SMT, da bin ich nicht ganz sicher, was die Direktive jetzt genau... Das ist dann, da fällt überall das D weg. Okay, aber das ist halt, standardmäßig machen die, wenn man das Protokoll sieht, also das ist halt auch aktiviert, dann machen die opportunistische Verfahren ohne Authentifizierung und haben halt dann sozusagen dieses Opportunistic Encryption halt drauf. Ja. Dankeschön. Gut. Ja, ich habe gleich, so die Frage war, auf welchem Port das läuft. Ich habe gleich nochmal eine kurze Ausgabe von meinen Ports auf den Server, die ich dann sehe. Das läuft standardmäßig. Ich habe hier für meinen Fall, also es gibt drei Möglichkeiten. Man kann 465 halt nehmen, man kann auch einen anderen Nicht-Standard-Port nehmen. Ich habe aber alles auf 25 gelassen. Und dann ist halt das SMTP-Kommando Start TLS halt, um Verschlüsselung zu aktivieren. Das ist halt, das kann man immer auch ganz gut erkennen. Moment. Wenn man halt hier auf Protokollebene halt mit dem Server spricht, dann wird dann auch immer angezeigt, was für Möglichkeiten, was für Login-Verfahren der halt hat und was für SMTP-Kommandos der halt annimmt. Da kann man auch immer nochmal sehen, wenn man da, ob man dann schon TLS aktiviert hat oder nicht. Das kann man darüber immer ganz gut rauskriegen, wie weit die Konfiguration dann sauber ist. So, was fehlt jetzt noch? Wenn man da schon mit Zertifikaten arbeitet, kann man dann nicht auch gleich eine 5.9 Authentifizierung haben? Ja, ich glaube, die habe ich sogar. Also die Frage ist, wenn man sowieso schon mit Zertifikaten arbeitet, ich meine, das sind in dem Fall halt Serverzertifikate. Ich habe das jetzt so verstanden, dass dann halt eine Client-Authentifizierung per Zertifikat erfolgt. Genau. In der Tat ist das so, Postfix kann das, da gibt es eine Direktive für. Ich habe das halt auch in meinem Postfix-Server angestellt, habe aber dann eigentlich mir selber da nie die Mühe gemacht, da halt mal ein kleines Zertifikat dann zu hinterlegen. Aber das geht per Postfix geht das halt. So, ich habe noch gesagt, ich habe halt noch zusätzlich jetzt in dem Szenario einen Dovecode Active-Active-Cluster aufgebaut. Und da ist es natürlich auch wichtig, deswegen habe ich es rot gemacht, dass das dann halt auch secure kommuniziert, weil das bringt mir dann halt nichts, wenn ich halt zwei Knoten halt habe, die dann halt unverschlüsselt kommunizieren. Und das funktioniert eigentlich auch sehr schön, indem ich halt einfach diesem Kommando halt SSL gleich yes übergebe. Und dann ist es halt über TCP, also dann ein TCP-Socket mit secure halt gesichert an der Stelle. So, jetzt die Frage von den Ports passt genau jetzt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, aber im Prinzip, das ist jetzt das, was halt standardmäßig auf dem Server läuft, den ich halt hier exemplarisch gezeigt habe. Ich habe halt einmal den Port SMTP halt offen, den 25er. Habe halt einmal den IMAP-Port, den 993er offen. Und hier passiert dann halt dieses Amavis Klammer auf Postfix. Also diese Verbindungsschichten, die sind halt jeweils nur auf Localhost gebunden.
Genau, das ist zusätzlich noch ein Apache drauf. So, jetzt zwei Zusatzports hier 7070. Das ist halt der besagte Cluster-Port, den ich halt benötige. Ja, hier sieht man es ja auch, 7070, das ist halt dann der Port, der offen ist, damit halt DOF-Codesystem A mit DOF-Codesystem B sich halt synchronisiert. Nur meine Frage, ja, gern. Was hätte denn dagegen gesprochen, auch eine Überstart-Mails zu machen? Das sind zwei Paar Schuhe. Also die Frage ist, ich will auch erstmal die Frage. Also die Frage ist jetzt, was dagegen gesprochen hätte, bei IMAP halt auch mit Start-TLS zu arbeiten. Gut, also Gegenfrage, das weiß ich nicht. Also geht das, also kann man dann auch auf dem 143er dann auch Start-TLS an? Okay, das habe ich einfach nicht gemacht, wusste ich bis heute auch noch nicht. Das alles. Das Zweite ist, ich wollte eigentlich auch vermeiden, überhaupt 143 aufzuhaben, also an der Stelle überhaupt halt diesen unverschlüsselten Port halt drauf zu haben, also überhaupt zu öffnen. Und in dem Ursprungsszenario ist es halt so, dass ich halt dann, jetzt bei dem Szenario jetzt nicht, aber historisch gesehen, hatte ich halt einmal für den Webmelder, hatte ich halt den 143er auch auf Localhost gebunden, damit der halt dann direkt mit dem sprechen kann. Also der Webmelder ist halt auch auf demselben System und der spricht dann halt einfach nur per Localhost auf 143. Das habe ich jetzt heutzutage auch nicht mehr so. Ich habe das jetzt dann auch einfach auf dem Verschlüsselten gelassen. Also weit Story. Gut. Genau, also der hier, der 4190er, der ist noch relevant, der ist für SIEF. Also das ist halt ein Filter, analog zu Procmail. Wer den noch nicht kennt, das ist eigentlich auch sehr, den braucht man in der Regel halt auch, um dann halt eben da eine globale Regel zu machen, damit halt die Spam-Erkennung entsprechend getaggt wird. Gut. So. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Fazit. Im Prinzip habe ich von den ursprünglichen Komponenten relativ wenig getauscht. Also ich bin halt eigentlich mit meiner 2004er-Wahl von Open-Source-Produkten sehr zufrieden. Ich hatte halt gestartet mit einem Postfix in der Version 1, der ist mittlerweile in der Version 2. Da, ich weiß das noch ganz genau, das war der DOF-Code in der 099 Beta, der im Debian drin war, wo dann alle gesagt haben, ja, okay, der ist halt sehr defensiv, der Entwickler, der möchte halt nicht so eine marketingtechnisch halt taggen ist. Mittlerweile ist es die 2215. Die gibt es halt im offiziellen. Also in der Regel mache ich Debian-System, ansonsten gilt das natürlich auch analog für andere. Die 2215 brauchte ich halt eben, um halt auch ein aktives Cluster über eine schwache DSL-Leitung halt zu machen, wenn da eine Verbesserung drin ist. Damals war es dann schon so, dass halt Amavis, im speziellen Fall Amavis DNU als Paket da war, die dann halt ein Spam-Assassin und einen Klammer halt eingebunden hat. Also Spam-Assassin, der dann halt nochmal ein Bias-Filter war, ja ganz populär, das ist ja mittlerweile nicht mehr so populär. Halt, also das hieß dann, waren Ähnlichkeitsvergleiche, das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Rennen, wer dann halt auch da besser ist, die Spammer oder die Anti-Spammer. Ja. Amavis ist ja gerade so ein Webhub. Genau. Also, okay, die Frage ist halt, wir gehen mal kurz auf die Protokollebene. Die Frage ist halt, Amavis ist ja nur ein Wrapper, der halt entsprechend verschiedene Virenscanner bzw. andere Dinge halt einbinden kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt. Eins von beiden ist halt hier in der Amavis, der halt dann auf diesem lokalen Port läuft. In der Mastercom standardmäßig vom Postfix, wie gesagt, im Anhang, ist es halt so, dass es halt hier einmal so eine Umleitung halt ist, damit halt alle Filter bedient werden. Es gibt andere Möglichkeiten, das halt zu machen. Nein, also der Amavis hat vordefiniert einige kommerzielle Virenscanner, die man aktivieren kann und halt eben den Klammer. Und das ist halt eigentlich dann ziemlich einfach, dann halt den Clamav zu A zu installieren, weil er halt als Paket Clamav. Ja. Aber auch eigentlich nur den Clamav. Ja. Ist das ein Ausweis,
Hängt halt, steht und fällt halt alles mit den Hintergründen, die wir aus der Rolle hast. Und mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass wir uns gerne so ein bisschen mit der Hängen, dass das jetzt wirklich noch ein Support ist. Das ist eine andere Sache. Fällt voll. Das ist eigentlich sagen, nehmt so alles ab, was irgendwie schädlich ist. Seien es Exo-Parteien, weiß ich nicht, was sonst noch Xbox. Ja, genau. Also ich fange das mal kurz wieder ein. Der Mensch mit dem Batman-T-Shirt in der ersten Reihe hat völlig recht. In der Regel ist es sinnvoll, beziehungsweise jetzt für mein freundschaftliches System, was ich halt hier habe, ist das halt okay, dass ich halt nur mit einem Open-Source-Virenscanner halt arbeite. Wenn man das halt im kommerziellen Einsatz hat, da lohnt es sich meistens dann nochmal zu gucken, wo eine Serverlizenz für Kaspersky, Panda, also ich will das, die Liste einfach danach gucken, was Amavis halt da anbietet an Optionen und dann mal gucken, was man da einkaufen könnte und möchte. So, meine Erfahrung ist mit Klammer-V ist eigentlich sehr gut. Also da, es ist eigentlich so, wenn das nicht gefunden wird, wird es dann auch nicht unbedingt von den kommerziellen Scannern dann gefunden. Also das passt eigentlich soweit ganz gut. Was passiert ist, ist, dass halt eben dann auch mal ein Virus als Spam deklariert wurde, dann war es auch nicht ganz so schlimm. Aber mehr, ich habe nicht groß, also viele Daten habe ich dazu nicht. Das ist mir so emotional gefühlt. So, damals, wer es noch kennt, habe ich als Quirrell-Mail genutzt. Da würde ich jetzt als Webmailer Roundcube nutzen. Das ist ein bisschen moderner, ein bisschen schnuckeliger. Als Filter haben wir halt Procmail, haben wir immer noch im Einsatz. Das ist auf jeden Fall sehr viel sinnvoller, das heutzutage mit Sieve zu machen halt. Und was ich damals doof fand, eine relationale Datenbank halt zu haben, um halt Benutzer oder virtuelle Mail-Benutzer halt zu pflegen, da stehe ich auch heute noch dazu. Das finde ich immer noch total blöd. Ich habe halt eigentlich jede Anleitung 2004 wieder weggeschmissen, wo halt drin stand, ja, jetzt installiert man MySQL, um dann jetzt die Benutzer reinzuschmeißen. Da finde ich aber eine gute Lösung, dass man halt mit LDAP eine Anbindung macht, wenn man es größer braucht. Das ist halt sehr sinnvoll. Und aktuell, das kann ich eigentlich auch nochmal sagen, ist es eigentlich so, dass ich halt alle auf dem System halt alle Benutzer in im statischen Datei habe, also als virtuelle Benutzer, aber nicht über Postfix, sondern halt eben über DAVCode. Das finde ich eigentlich in dem Szenario viel intelligenter. Ja. Was ist der Nachteil von MySQL? Das ist jetzt meine Meinung. Also das ist überhaupt kein, da gibt es jetzt keine weitere technische Begründung unbedingt. Also das OpenLDAP hat halt ein paar vordefinierte Schemata, um halt sowieso so Benutzerverhaltung zu machen. Und die MySQL-Dinge sind da meistens ein bisschen selbstgestrickt und das ist absolut Geschmackssache. Ich fand es einfach nur, ich will halt ein Mail-System haben und möchte dann nicht nochmal unbedingt, ich brauche eigentlich keine relationale Datenbank, und wenn brauche ich halt eben nur so eine simple Berkeley-DB, also eine simple Hash-Table eigentlich, wo ich halt Schlüsselwerte parallel habe und da reicht mir das eigentlich in der Datei zu haben. Und wenn das was größer ist, weil halt die Struktur da ist, hatte ich halt auch dann halt ein LDAP-System zu nehmen, wo ich dann noch andere Daten zu dem Benutzer speichern kann. Also da ist dann halt dann so der Mehrwert dann als Administrator dann da, von meinem Gefühl. Genau, dann kommen wir auch so, da sind wir auch schon so ein bisschen an der Diskussion, die ich halt hier noch habe. Ich habe halt ich bin ein ganz großer Fan. Also wer sich in der Tiefe mit DAVCode ein bisschen auskennt, beziehungsweise möchte, also ich kann da eigentlich stimme halt mit diesem Buch überein. Das ist halt DAVCode von Per Heinlein. Das habe ich mir dann halt geholt, weil ich eben diesen Aktiv-Aktiv-Cluster halt nachbauen wollte und relativ wenig im Netz dazu gefunden habe. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Und ich bin mit allen Dingen im Buch konform. Ich würde, außer mit einer Ausnahme, ich habe halt lokal auf meinem Server nur mit Unix-Listener, arbeite ich halt, also ganz klassisch, und keine TCP-Listener. Aber das ist auch jetzt wieder so ein mega Detail, wo ich halt dann da abweiche. Genau, ich mag persönlich keine relationale Datenbank, um die Benutzerverwaltung zu machen. Und, das ist vielleicht entscheidend, in der 2004er-Version war es halt dann noch so, dass ich die Virtual User Tables, also die virtuellen Benutzer, halt über Postfix gesteuert habe. Und da finde ich es jetzt viel intelligenter, das halt dann eben über DAVCode zu machen, weil da brauche ich die Informationen dann sowieso. Das heißt, ich lege halt überhaupt nicht in keinster Weise irgendeine E-Mail-Adresse halt in Postfix an. Das ist aber hier auch super erklärt in einem Kapitel. Also das Buch liegt da auch aus meinem Stand, kann man auch kurz reingucken oder ich kann auch mal. Dazu, da gibt es zwei
Ja, man kann auch ganz viel, also das, die Frage ist, ob man auch das POSIX-Buch braucht. Ich habe 2004 das ein POSIX-Buch von O'Reilly halt genommen und habe mich da schlau gemacht. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache. Also ich persönlich brauchte das jetzt halt, um den Cluster nachzubauen. Und ansonsten gibt es eine Menge Bücher. Im Prinzip ist es besser, die Bücher zu kaufen, weil da ist die Qualität der Dokumentation ein bisschen sinnvoller als das, was man sich im ersten Schritt ergoogelt. Also von meinem Gefühl halt. So, was habe ich noch? Ja. Ja, also das ist eigentlich auch deswegen da die für mich, also die Frage ist, ob ich die POSIX.org-Dokumentation kenne. Das ist eigentlich genau das Ding. Die ist für mich ein bisschen einfacher zu verstehen als das, was halt dann DAFCOD anbietet. Da gibt es auch ein paar How-Tos dabei, da habe ich mich eigentlich dann auch immer drunter gehangelt. Und da sind auch diese ganzen Einzeldirektiven dann auch nochmal im Detail genau erklärt. Das ist eigentlich sehr gut. Die Ansonsten dovcode.org ist es, glaube ich, auch. Da steht halt auch eine Menge drin. Wie gesagt, aber wenn man dann so ein, mit verschiedenen Systemen dann halt arbeitet, ist es gar nicht schlecht, wenn man dann halt sich auch ein bisschen woanders hin orientiert. So, der letzte Punkt auf der Folie. Ich habe halt keinen Local Delivery Agent genutzt. Also das betrifft halt vor allen Dingen für den Sieffilter und das, sondern ich nutze halt dann nur hier ein LMTP. Das kannte ich halt 2004 auch noch nicht so richtig. Das ist halt ein Light Message Transport Protokoll, halt, was halt dafür extra gebaut wurde. So, wir haben noch 5 Minuten. Ich bin aber jetzt auch durch. Ich habe halt hier noch eine Menge an weiterführenden Links halt. Auch mit, da ist jetzt ein How-To drin, was halt empfehlenswert ist oder von meinem Gefühl halt empfehlenswert ist. Bis auf die Tatsache, dass halt MySQL zur Benutzerverwaltung verwendet. Und ansonsten ein paar prinzipielle Links dann. Weitere Fragen in 2,5 Minuten gerne. Okay. Moment. 1, 2, 3, 4. So ist die Priorität. Was spricht gegen den Zertifikatsdienst Start-SSL? So, die Frage ist, was spricht. Start-SSL.com.org, da kann man für ein Jahr kostenloses Zertifikat bekommen. Ja, also die Frage ist halt, was halt gegen Dienste wie Start SSL.org halt haben, spricht jetzt technisch gesehen gar nichts. Es ist dann halt einfach nur die Frage, wie weit die Clients das halt unterstützen. Oder wie, das ist halt alles. Also von meinem Gefühl. So, Moment, jetzt war. Ich glaube, ja. Du kannst gar nicht noch ein bisschen weitertreiben, indem man die Kiste selber bei sich zu Hause betreibt. Ich will auch mal ganz weit dann den Namen gehen. Ja, okay, super Frage. Also die super Anmerkung halt. Ja, also um halt dann noch auf der sicheren Seite zu sein, ist halt, dass man halt die Hardware auch bei sich zu Hause halt hinstellt mit DynDNS. In dem Fall von dem Cluster ist das auch so. Also das zweite Cluster ist halt über eine DSL-Leitung halt angebunden. Deswegen hatte ich auch die Probleme mit der Synchronisation halt über die Leitung. Und da war es noch zusätzlich so, dass ich keinen DynDNS-Dienst hatte. Also wenn man das auf der Heimwerkerebene bastelt, da braucht man auch nicht unbedingt DynDNS. Ich habe dann halt mit einem Perl-Skript nochmal die etc-host-Datei halt immer angepasst, sodass ich da immer die aktuelle dynamische IP-Adresse von dem anderen Cluster halt habe. Da gab es ein sehr schönes Skript dazu. Aber das ist auch ja was für den Stand. So, jetzt bin ich jetzt nicht ganz sicher. 2 waren auf jeden Fall noch. Ich glaube, ja, machen wir dich. Okay, super Frage auch. Also die Frage ist halt, warum habe ich mich 2004 für DAFCOD entschieden? Ich kannte in der Tat, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich glaube, ich habe Courier, also ich kannte halt einen anderen IMAP-Server. Ich fand den halt gefühlt ein bisschen zu kompliziert von der Bedienung, hat mir irgendwie nicht gefallen. Und der DAFCOD war halt ziemlich einfach. Und das, was er so geschrieben hat, also von der Sache, wie sich das Projekt präsentiert hat, habe ich das dann einfach gesagt, nee, das ist super geil. Der macht das halt sehr stringent, also der ist halt ganz nah am Standard, ist halt ein Fokus auf Sicherheit und Performance. Super, genau eigentlich das, also möglichst nur eine simple Geschichte für meine Aufgabe. Ich will ja das alles gar nicht, ich will ja kein Pop und ich will das halt möglichst alles einfach administrieren, weil ich bin vielleicht auch nicht ganz so schlau. Also brauche ich was mich da unterstützt und was ich dann halt einfach machen kann. Das ist eigentlich die Wahrheit. Ja. So. Genau. Ja. Ich hatte die ganze Sache auch schon mal vor.
Was allerdings ist, also die NSA kann jetzt nicht mehr so leicht mitlesen. Aber man muss sich ja dann schon untereinander vertrauen, weil als Gutachter kamen ja die E-Mails der anderen. Denn gab es dann oder gibt es Lösungen, die dann gefolgt wird, die abnimmt? Gut, okay, also die Frage ist halt, wir haben jetzt eine Verschwörungsfrage, das heißt, wem vertraue ich und wem nicht? In meinem Fall Jeff, Coop und Nick von vlinux.de. Ja, es ist halt dann so, wenn die, also es ist ja sowieso dann so, sobald ich halt ein E-Mail-System weiter habe, kann ich ja eh nicht mehr wissen, was halt mit dem Inhalt passiert. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das betrifft jetzt halt dann nicht die Transportverschlüsselung, wie ich das halt auf der Ebene halt habe. Das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen. Da ist es halt so, was halt der italienische Kollege gesagt hat, der nimmt dann halt auch PGP, hat das aber bisher nur mit einem einzigen anderen Kommunikationspartner dann gemacht. Wenn man das halt haben möchte, muss man da nochmal genau das halt tun. Also, genau, die Entschlüsse, dann ist die Nachricht verschlüsselt, dann zusätzlich ist es gut, das in Kombination zu haben, weil dann hat man das halt auch gesichert, also das hilft dann halt. Gut. Weitere Fragen? Ist also, ja, ist beantwortet. Ja, das wäre die andere Frage, weil es auch sowas per Default gibt, dass da automatisch sowas kenne ich persönlich nicht, ja, beziehungsweise also die Frage ist halt, ob man das per Default einstellen kann. Da gibt es auf der postfix.org-Seite, da gibt es ein paar Projekte, die sowas machen. Habe ich einmal drüber gelesen, aber weiter kann ich da auch nicht zu sagen. Okay. Gut, wir haben noch Zeit für, ja, wir wollen los. Ja, eigentlich nicht mehr. Wenn es ganz kurz geht. Ja, ist ganz kurz. Ich bin auf der Suche nach einer Seite zum Überprüfen der Verschlüsselungsprotokolle. Gut, dann machen wir das gleich am Stand. Das können wir können, die Frage ist halt, wie kann ich halt Protokolle überprüfen, beziehungsweise Sachen, das gucken wir uns dann auf dem Projektstand an. SSL-Labs für HTTPS macht, dann gibt es das für eine Seite. Ja, genau. Das machen wir gleich. Okay, Dankeschön. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Mut gemacht und dann Spaß. Ja.